Allen herzlich willkommen, liebe treuigen Zuschauer, zu den Tech News Folge 103 vom 20. bis zum 26.07.2015. Wie immer ein bisschen zu spät, das soll uns aber nicht weiter stören, denn jetzt geht es mit einer sehr, sehr kurzen, sommerlich-lochigen Folge auch schon wieder los. Wir beginnen mit Daimler, BMW und Audi, die sich was eingekauft haben, nämlich den digitalen Kartenverkehrsdaten und Location Intelligence Spezialisten hier von Nokia. Dürfte jedem ein Name sein, ist halt der Kartendienst und so weiter, war auch auf allen Nokia Lumia Sachen noch vertreten und so weiter und so fort. Und ja, das wurde verkauft an die drei Autohersteller für 2,5 Milliarden Euro und so viel Wettbewerb um diesen Dienst gab es nicht, wie sich Nokia vielleicht gewünscht hätte. Sogar Facebook und Uber hatten Interesse bekundet, aber am Ende ging es an die drei. Und Ende Juli soll dann dieser Deal final abgeschlossen sein. Und ja, diese Technologie dürfte dann vor allem für die neuen selbstfahrenden Autos in der Zukunft und neue Dienstleistungen genutzt werden. Und was auch für die Zukunft ist, ist, was Samsung zeigt. Genau, Samsung hat nämlich eine Sache vorgestellt, wo ich mich, als ich das gelesen habe, gefragt habe, what the fuck, warum gibt es das noch nicht? Das ist eigentlich so genial und so simpel und die Idee ist, naja, warum gibt es das einfach noch nicht? Vielleicht denkt ihr jetzt dasselbe, wenn ich euch das jetzt einfach sage. Samsung hat nämlich einen Monitor rausgehauen, mit einer Ladestation integriert, mit so einer induktiven Ladestation, also Wireless Charging Ladestation. Das klingt total simpel und gehört eigentlich in jedes Büro. Weil, wo arbeitet man gerne? Am PC hoffentlich, wo hoffentlich ein Monitor dran ist. Und naja, während man so ein bisschen vor sich hin arbeitet, ist natürlich das Handy immer ein bisschen mehr leerer. Und das kann halt eben da so ein bisschen was bringen. Kabelloses Laden, davon kann man halten, was man will. Es ist aber auf jeden Fall praktisch und ist hier auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Anwendungsgebiet, wo es auch absolut Sinn macht. Momentan ist noch kein Preis für so einen Monitor vorhanden, aber ich denke, da werden auch noch weitere Modelle kommen, nicht nur von Samsung, sondern auch von anderen Herstellern, die sich da auch irgendwie ein Facepalm geben werden und sich denken, hey, das müssen wir eigentlich auch mal machen. Es gibt jetzt erstmal die Planung für ein 24-Zoll-Gerät, was auf den Namen S24E370DL hören wird. Und dann gibt es das Ganze auch nochmal in der 27-Zoll-Variante S27E370DS. Klingt komisch, ist aber eigentlich ganz cool. Und auch ganz cool dürfte Windows 10 werden. Und dafür stehen dann jetzt auch endlich mal Preise bereit. Während ihr euch vielleicht noch freut auf den 29., wenn ihr als Vista oder Windows 7 Nutzer oder Windows 8 Nutzer eben Windows 10 kostenlos als Update bekommt. Ja, für alle, die es noch nicht wissen, Windows 10 ist für 7 und 8.1 Nutzer und 8 Nutzer ja kostenlos. Aber für die, die sich noch mit ihren alten XP oder Vista tummeln, Vista, wer sich da noch unterwegs ist, ich weiß nicht, ob man da wirklich dann, ja, wirklich zertifiziert ist, einen PC zu nutzen. Aber trotzdem, für alle, die es dann updaten wollen, können das auch machen, auch wenn es intelligenter wäre, vielleicht sich in Windows 7 oder 8 zu holen und dann gratis zu updaten. Aber für alle, die es wirklich so wollen, gibt es jetzt die Preise. Für 135 Euro könnt ihr euch die Home-Version holen. Und noch dazu gibt es Windows 10 halt nicht nur in einer DVD-Variante, sondern auch in einer USB-Variante, was auch ja, logisch ist, da nicht alle neueren Ultrabooks und so weiter ihren Laufwerk haben und somit könnt ihr mit dem Stick das auch updaten, obwohl die Ultrabooks ja eigentlich eh alle 7 oder 8 und 9, aber egal. Und dann gibt es noch für die, die halt die Pro-Version wollen, für 280 Euro das Ganze. Mit den zusätzlichen Features für Unternehmen, also für kleinere und mittlere Unternehmen, plus Schutz für Firmendaten, Fernzugriff und so weiter. Und ja, die Preise sind natürlich unverbindliche Pressempfehlungen, das heißt, auf bestimmten Portalen wie dem Online-Händler mit dem Regenwaldnamen gibt es das Ganze natürlich auch schon günstiger zum Vorbestellen oder sonst wo. Ja. Und damit kommen wir zur letzten News des Tages. Genau, wenn ihr euch nämlich denkt, so viel Geld habe ich nicht, ich möchte gerne eher was kostenlos haben, dann könnt ihr euch das eben gönnen, wenn ihr einen Chromecast habt. Der Chromecast ist mittlerweile schon 2 Jahre auf dem Markt und das feiert eben Google ein bisschen. Ihr kommt übrigens in diesen Genuss, den ihr von Google geschenkt bekommt, auch wenn ihr ein Android TV habt oder Nexus Player. Das funktioniert da wohl genauso. Naja, mittlerweile wurden eben 17 Millionen Sticks verkauft innerhalb von 2 Jahren, noch als kleine Randnotiz.
Und was gibt's jetzt gratis? Einen Leihfilm aus der Movie-Datenbank von Google. Ihr müsst einfach auf die entsprechende Seite gehen, cast.google.com/chromecast/offers. Der Link ist natürlich auch nochmal unten in der Videobeschreibung und könnt euch da halt eben einen kostenlosen Leihfilm klicken oder bekommt auch eben wieder so ein 3 Monate kostenloses Ausprobieren von Google Play Music und so weiter und so fort. Schaut da einfach mal vorbei, ist auf jeden Fall ganz nett, solltet ihr euch auf jeden Fall mitnehmen, solltet ihr einen Chromecast haben oder eben ein Android TV oder einen Nexus Player. Das ist zwar nicht so ganz offiziell, ist ja schließlich nicht der Geburtstag von diesen Geräten, aber das funktioniert anscheinend auch. Und deswegen würden wir euch einfach dann noch eine schöne Woche wünschen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Schaut auch beim Emanuel vorbei auf Sojabentec TV. Auch da ist der Link natürlich unten in der Description. Und bis dahin, tschüss.